Die Mühlenstraße in Mettmann erreichte man seit eh und je von der Breitestraße aus durch das ehemalige Elberfelder Tor der alten Stadtmauer. Umgestaltung der Mühlenstraße. Ein Thema, das die Mettmanner nicht zum ersten Mal bewegt. Wie viele Straßen der Innenstadt hat auch die Mühlenstraße eine bewegte Geschichte. In den 60er Jahren wurden die Häuser auf der rechten Seite abgerissen. Sie mussten dem Neubau der Kreissparkasse weichen. Heute fragt man sich, ob das die richtige Entscheidung war. Nachdem der untere Lavalplatz, die Freiheitsstraße und die kleine Mühlenstraße 2016 ein neues Aussehen erhalten hatten, folgten im Juli 2019 die Mühlenstraße und im September die Ortsgasse. Die Ortsgasse ist eine vielbegangene Verbindung vom Marktplatz zur Freiheitsstraße. Nach ihrer Neugestaltung werden die erneuerten Stufen nun von historischen Lampen sowie von Leuchten angestrahlt, die sich im Handlauf befinden. Die Mühlenstraße wartete lange auf ihre Verschönerung. Nach vielen Diskussionen hatte man sich dazu entschieden, das sogenannte Waschbrett, also die Überdachung zwischen Mühlenstraße und Jubiläumsplatz, durch ein Platanendach zu ersetzen, wie es sich am Königshofplatz bereits bewährt hat. Neue Bäume wurden gepflanzt und die Straße mit einer Mischung aus hellem und dunklem Beton gepflastert. Auf die Überarbeitung des Jubiläumsplatzes müssen die Mettmanner noch warten, weil bei der letzten Neupflasterung öffentliche Gelder geflossen sind. Auch der Jubi hat eine wechselvolle Geschichte. Erst Mühlenteich, an dem Wäsche gewaschen wurde, dann wunderschöne Parkanlage und heute ein Platz, der dringend aufgehübscht werden sollte. Geplant ist auch noch eine Umgestaltung der Bismarckstraße, vor allem im Bereich des Kreisverkehrs vor dem evangelischen Krankenhaus. Erst dann wird die Neugestaltung der Innenstadt von Mettmann abgeschlossen sein.